for our blood. Free since the flood, they can see in the dark. Vampires, you know they can fly, and fly oh so high, they can see in the dark. Vampires, if you see one tonight, don't put up a fight. Make a friend if you can, a friend who can fly oh so high. Vampires. Ich glaube, wir sollten noch etwas warten, Mom. Noch länger warten? Es ist jetzt gleich fünf. Sie wollten spätestens zwischen vier und halb fünf hier sein. Ich glaube nicht mehr, dass Sie kommen. Nach dem Mittagessen schlafen Sie immer sehr lange. Mhm, das sagtest du schon. Und dann noch 2 Stunden Privatunterricht. Mhm. Und Anna braucht immer wahnsinnig viel Zeit, um sich anzuziehen. Mhm. Vielleicht kommen Sie nicht vor 8. 8? Also, Anton, so unhöflich werden Sie ja wohl nicht sein. Um 4 Uhr eingeladen zu sein und erst um 8 zu erscheinen, nein. Ich habe ja auch nur gesagt, vielleicht. Anton, hast du etwa schon die ganze Zeit gewusst, dass sie erst um 8 kommen? Ich wusste nur, dass sie etwas später kommen würden, aber... Bitte ruf sie an, ruf an. Sie haben kein Telefon. Kein Telefon? Ach was, jeder hat ein Telefon. Sie nicht. Anton, die verkohlen dich nur. Vielleicht haben die Eltern ihnen nur verboten, jemandem die Telefonnummer zu geben oder sowas. Ich habe sie besucht. Da war kein Telefon. Sag mal, wie sind sie eigentlich eingerichtet? Du hast nie darüber gesprochen. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ist ihr Haus sehr groß? Nicht besonders. Haben sie Personal? Du sagtest, sie hätten Privatunterricht. Da müssten sie eigentlich ziemlich reich sein. Personal habe ich da nicht gesehen. Nun, wie groß ist das Haus? Wie viele Zimmer meinst du, hat das Haus? Ich war nur in einem Zimmer. Anton, auch wenn du nur in einem Zimmer warst, musst du doch zumindest einen Eindruck von der Größe des Hauses bekommen haben. Ach, übrigens, ist es ein Haus oder eine Wohnung? Ach, es hat eigentlich mehr was von einem Haus als von einer Wohnung. Na gut, Anton. Ich sehe schon, du willst mir nichts erzählen, glaube ich. Da werde ich eben die beiden fragen müssen. Warten wir, bis sie kommen. Wenn sie überhaupt kommen. Weißt du, Anton, du bist selbst schuld. Du machst mich zu einer neugierigen Mutter, die den Freunden ihrer Kinder ständig irgendwelche persönlichen Fragen stellt. Du hast mir mal gesagt, wie du das hast. Tja, dann wird dein Vater eben mit uns Tee trinken und das Abendessen fällt aus. Machst du mir mal eine Schleife? Hm? Na, wie sehe ich aus? Zum Anbeißen. Ja, wirklich? Sehe ich wirklich wie ein Mensch aus? Mhm. Und wie findest du mich? Der Aufzug ist gut, aber dein Gesicht gefällt mir nicht. Du brauchst etwas Schminke, ich habe was da. Das kann nicht gut gehen. Warum denn so trübsinnig? War die Teeparty ein Reinfall? Sie sind noch nicht gekommen, aber Anton erwartet sie immer noch. Tut mir leid, aber du wirst mit Sandwich und Kuchen vorlieb nehmen müssen. Mach doch nichts, das ist meine Abwechslung. Jetzt werde ich also den mysteriösen Rüdiger kennenlernen. Und Anna auch. Na los, komm, komm. Ich werde sie verfolgen. Ich werde mich an ihre Hemdenzipfel hängen. Und wenn ich herausgefunden habe, wo sie sind, komme ich und hole euch. Lumpi ist an allem schuld. Schon seit Monaten umgibt er sich mit Menschen. Gibt?
bitte Lumpi nicht die Schuld. Er hat seine Freunde über seine Herkunft immer im Unklaren gelassen. Glaube mir, dieses hier ist viel schlimmer. Lumpi, steh endlich auf! Musst du denn jede Nacht verschlafen? Ich versäum doch nichts. Und ob du was versäumst? Wir stecken in einer Krise und Tante Dorothee glaubt, aus Gründen, die jeder Vernunft widersprechen, dass du etwas damit zu tun haben könntest. Was für eine Krise? Wir haben Beweise dafür, dass Rüdiger ganz offensichtlich in deine Fußstapfen tritt. Schlimm, schlimm. Ah, willkommen, kommt rein. Die nehme ich. Geht schon. Entschuldigen Sie, Frau Brunsack, dass wir so spät kommen. Aber wir haben heute den ganzen Tag verschlafen. Ihr wart ja wohl die letzte Nacht sehr lange auf. Ja, das kann man wohl sagen. Wir haben beinahe die Sonne aufgehen sehen. Hey, Anton, wo legst du unsere Umhänge hin? Na, zu mir ins Zimmer. Die sind für Sie, Frau Brunsack. Oh, danke. Ich werde sie morgen gleich kochen. Nein, das machen wir zu Hause anders. Wir stellen sie in eine Vase. Ah ja, natürlich. Ist das Antons Degen? Er sieht genauso aus wie einer, den... Ja, wir haben getauscht. Anton hatte dafür meinen Umhang. Aber das wissen Sie ja, Frau Bohnensack. Sie haben ihn ja gewaschen. Vielen Dank nochmal. Also ich muss sagen, er steht hier wirklich sehr, sehr gut. Ich finde es schade, dass sowas vollkommen aus der Mode gekommen ist. Es hat sowas Romantisches. Oh! Na? Gut. So. Ich stell sie hier hin. So. Hast du mein Begrüßungsgeschenk für Frau Bohnensack? Das hattest du doch. Ich hab's im Flur gelassen. Ich hoffe, Sie mögen Moossteine. Oh, ich liebe Moossteine. Ach, das ist Moosstein? Ja, Sie müssen es im Dunkeln aufbewahren. An einem reizvollen, dunklen, feuchten Platz. Ich danke euch vielmals. Ich werde dann später einen richtigen Platz dafür suchen. Da habt ihr mir wirklich ein nettes kleines Geschenk gemacht. Tja, du siehst ja ganz bezaubernd aus. Machen sich deine Eltern überhaupt keine Sorgen, dass du noch so spät weggehst? Ich meine, ganz allein mit deinem Bruder? Wir wohnen bei Tante Dorothee und Onkel Theodor, wissen Sie, und ihrem Sohn Lumpi. Und was ist mit euren Eltern? Rüdiger, was ist mit unseren Eltern? Wer weiß. Rüdiger! Wir wohnen, solange ich überhaupt denken kann, bei Tante Dorothee und Onkel Theodor. Sie sind schon fast so wie unsere Eltern. Was macht denn dein Onkel Theodor? Nachtarbeit. Er spricht nicht viel darüber. Und deine deine Tante Dorothee, arbeitet sie auch? Ach, sie macht dasselbe wie Onkel Theodor. Ach, sie sind zusammen im Geschäft? Könnte man sagen. Um was für eine Art von Geschäft handelt es sich denn? Ach, um irgendwelchen faulen Zauber. Ich kann mir nicht helfen. Ich habe das Gefühl, du willst mir nicht sagen, was sie wirklich tun. Eigentlich tun sie überhaupt nichts. Sie haben es nicht nötig. Oh. Tja, da wir schon ein bisschen spät dran sind, sollten wir jetzt anfangen. Ich dachte mir, wir setzen uns lieber an den Tisch. Ich hab's nicht gern, wenn man seine Teetasse auf den Knien balanciert. Ihr sicher auch nicht. Ja, man muss schon die Hände zum Essen frei haben. Wir kennen das Problem nicht, Rüdiger? Also, setzen wir uns an den Essen. Es tut mir leid, Frau Bohnensack, aber ich mag keinen Tee. Haben Sie einen Brühwürfel? Brühwürfel? Kann's auch eine Hühnerbrühe sein? Sie muss nur aus Tierfleisch hergestellt sein und darf nur lauwarm sein, etwa körperwarm. Frau Brunsack muss ja annehmen, du bist ein Kanapé. Kanapé? Kannibale. Ach ja, das verwechsel ich immer. Kannibalen gehen einen an die Gurgel. Ich möchte gern ein Glas Milch haben.
Ist gut. Hier, vielleicht möchtet ihr vorher ein Sandwich. Nein, danke, ich will... Lass! Robert, ich komme mit dem elektrischen Dosenöffner nicht zurecht. Oh, warte, ich entschuldige mich einen Augenblick. Ich könnte mich ausschütten. Hast du die Schminke gesehen? Geh wieder rein. So, jetzt müsste er funktionieren. Scheint wieder in Ordnung zu sein. Danke dir, Robert. Los, kauen! Hast du was gesagt, Anton? Hey, sag mal, musst du den Mund so voll nehmen? Sie haben menschliche Speisen zu sich genommen. Aber das können Sie doch nicht. Seht nur, die Haut von der verabscheuungswürdigen Substanz, die die Menschen Brot nennen, liegt auf ihren Tellern. Und Rüdiger bekommt Tee eingeschenkt. In 30 Sekunden wird er sich auf den Boden wälzen und mit dem Leben ringen. Sieht aber ganz normal aus. Es hat langsam den Anschein, als hätten wir einen Abtrünnigen in unserer Mitte beherbergt. Wir müssen eine Erklärung von ihm fordern. Menschliches Essen. Tote Pflanzen. Tote Tiere. Abscheulich. Ich bin sehr froh, Lumpi, dass deine Vorliebe für Menschen da aufhört, wo sie für Vampire gefährlich zu werden beginnt. Rüdiger scheint die Grenze nicht zu kennen. Na, noch ein Sandwich? Wir essen nicht viel, Frau Bohnensack. Ja, aber mein Sandwich war ganz köstlich. Was hattest du denn? Ich, Gurke. Na, dann versuch mal den Schinken. Ich bin sicher, dass er dir auch schmeckt. Nein, wirklich, Frau Bohnensack, ich kann nicht mehr. Seht nur, sie lehnen das Essen ab. Ich glaube nur das, was ich sehe und nicht das, was ich glauben möchte. Die Reste auf ihren Tellern verurteilen sie. Aber wir haben sie tatsächlich nicht eine Sekunde essen sehen. Ein Krümelchen. Aber als wir hier ankamen, haben sie gekaut. Diese obszöne Bewegung mit dem Kiefer, die Menschen beim Essen zu machen pflegen. Außerdem hat Rüdiger Tee getrunken. Er hätte sich übergeben müssen, aber er hat es nicht getan. Ich weiß nicht. Es widerspricht allen Vampirregeln. Ich mag den Mann nicht. Aber die Frau, ich meine die Mutter des Kindes, scheint sehr attraktiv zu sein. Schöner Hals. Oh, Theodor, du konntest ja noch nie einer schönen Frau widerstehen. Anton! Tut mir leid, Mom. Das wollte ich nicht. Also wirklich? Entschuldige, Mom. Robert, könntest du nicht mal helfen, bitte? Sicher. Robert, also ich... Reg dich nicht auf. Es sind doch noch Kinder. Ich mach mir einen Drink. Ich glaube, wir gehen rüber ins Wohnzimmer und essen da zu Ende. Das ist wirklich nicht nötig, Frau Bohnensack. Wir haben genug gegessen. Vielen Dank. Also ihr solltet wenigstens noch den Kuchen probieren. Ich habe schon ein Stück probiert. Sie haben recht. Der ist wirklich einmalig. Danke. Finde ich auch. Wie gewöhnlich hat Anton mal wieder am meisten gegessen. Sie haben eine schöne Wohnung, Herr Bohnensack. Oh, danke. Mir gefällt sie auch. Sie ist genauso geschnitten wie alle anderen Wohnungen im Haus. Mit der Ausnahme, dass wir noch ein Oberlicht haben. Ein Oberlicht? Ja. Hier. Siehst du? Gott sei Dank. Bist du müde, Anton? Nein, mir geht's gut. Ich zeig Rüdiger und Anna jetzt mal mein Zimmer. Also, Rüdiger hat...
Er hat dein Zimmer schon gesehen, jedenfalls den Wandschrank. Ich meinte Anna. Und dann habe ich da ein neues Buch, das Rüdiger noch nicht gesehen hat. Na gut. Sie waren hier. Tante Dorothee, Lumpi und so ein wild aussehender alter Vampir. Onkel Theodor, was heißt das, Sie waren hier? Ich habe gesehen, wie Sie durchs Oberlicht geschaut haben. Ach, herrje. Die Sache ist ernst. Ob die wohl zurückkommen? Hoffentlich tun sie meinen Eltern nichts. Für die interessieren sie sich überhaupt nicht. Für mich? Nein, Anton. Für dich nicht. Für Rüdiger. Rüdiger hauptsächlich. Und für mich. Das bedeutet, dass ich die Gruft verlassen muss. Mistverfluchter. Kann man nichts dagegen tun? Nein. Nicht bevor ich genau weiß, was sie mir im Einzelnen eigentlich vorwerfen. Aber es reicht wohl. Glaube ich. Versteck dich doch! Nein, Anton! Das wäre das Letzte, was ich tun dürfte. Ich muss es durchstehen. Wir müssen jetzt gehen. Schade. Ich dachte, wir würden noch Musik hören und tanzen. Wartet! Durch die Tür! Ihr wisst doch. Ach ja. Wie waren wir überhaupt? Haben wir dich blamiert? Aber nein! Ihr wart ganz toll! Das wird wohl das letzte Mal gewesen sein. Mom? Anna und Rüdiger müssen jetzt leider gehen. Was, jetzt schon? Ja, leider. Oh, das ist aber schade. Aber das ist ja auch schon dunkel. Es war sehr nett von Ihnen, Frau Bohnsack, dass Sie uns eingeladen haben. Es hat uns auch alles sehr gut geschmeckt. Vielen Dank. Ich werde euch nach Hause fahren, damit euch die Vampire nicht wegschnappen. Oh, hör auf. Nein, nein, vielen Dank, Herr Bohnsack. Ich bestehe darauf, das ist ganz klar. Ich würde es auch nicht gern sehen, wenn man Anton so spät allein nach Hause gehen ließe. Na kommt schon, gehen wir. Wiedersehen. 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 Tschüss, Anna. Tschüss, Rüdiger. Kommt bald mal wieder. Seht. Seht. Sie sind in diesem Automobil. Was kann jetzt noch kommen? Ich bringe euch noch zur Haustür. Nein, nein, nicht nötig. Na, dann warte ich wenigstens so lange im Auto, bis ihr drin seid. Wir wollen Sie nicht länger aufhalten. Ach, jetzt kommt es auf die paar Minuten auch nicht mehr an. Das Fasching ist doch längst vorbei. Hey! Hallo, Sie! Kommen Sie zurück! Ich habe das Gefühl, Sie sind fest entschlossen, sämtliche Menschen dieser Stadt kennenzulernen. Hat man sowas schon erlebt? Anna, Rüdiger, ich kann euren Gesichtern ansehen, ihr wisst, worum es geht. Wir wissen, wo ihr heute Nacht wart und was ihr getrieben habt. Einzelheiten und Erklärungen halte ich daher für unnötig. Die Anklage gegen euch lautet wie folgt. Erstens, dass ihr freundlich zu Menschen seid. Zweitens, dass ihr Menschenkleider getragen habt. Und drittens, das bezieht sich nur auf Rüdiger, du hast Menschenessen zu dir genommen und du hast dich dabei nicht verschluckt oder übergeben. Was hast du dazu zu sagen?
Schuldig bei den ersten zwei Punkten, unschuldig aber bei dem letzten. Nicht schuldig, Menschenessen gegessen zu haben? Ich warne dich, Rüdiger, wir haben dich gesehen. Dafür gibt es Zeugen. Wir haben nur so getan, wir haben Antons Eltern was vorgemacht. Und getrunken habe ich nur Fleischbrühe. Die macht uns doch nicht krank. Und was ist mit der Brotrinde auf deinem Teller? Und sieh dir deine Schuhe an. Du bist gelaufen. Gelaufen. Anton, unser Freund, hat die Reste auf unseren Teller gelegt, nachdem er abgebissen hatte. So, er weiß also, dass du ein Vampir bist. Woher? Ich sagte es ihm. Und Anna? Ich habe ihm von Anna erzählt. Ich bin freiwillig mitgegangen. Rüdiger, ich bin auch schuld. Nein, bist du nicht. Ich habe die ganze Sache eingefädelt und dich dahin mitgenommen. Du kannst nichts dafür. Ich allein trage die Verantwortung. Rüdiger, du hast ein Verbrechen begangen, das mir leider keine andere Wahl lässt. Keine Möglichkeit für einen Kompromiss oder Gnade. Du wirst aus unserer Gruft verbannt. Verbannt bis zu dem Zeitpunkt, da du der Gemeinschaft der Vampire einen solch wichtigen Dienst erweist, dass dein Fall wieder aufgenommen werden kann. Hast du noch irgendwas zu sagen? Blödsinniges Urteil. Sagtest du was? Hast du nicht immer gesagt, Vampir zu sein heißt frei sein? Hast du das nicht immer gesagt? Bei einigen Dingen muss die Vergangenheit zur Gegenwart sprechen. Geschichte, Lumpi, von der du keine Ahnung hast. Vampire ließen vor langer Zeit mal, vor 300 Jahren oder noch etwas früher, die Menschen ganz offen wissen, dass sie existieren. Aber dann, sie hatten etwas gegen unsere Essgewohnheiten, suchten sie uns, während wir schliefen, und töteten viele von uns. Und seit dem Zeitpunkt haben wir eine Grundregel, die unsere Freiheit einschränkt. Eine einzige Regel. Niemals einem Menschen gegenüber unser Vampir-Dasein zu offenbaren. Mögen Sie glauben, dass man uns erfolgreich für alle Zeiten vernichtet hat. Dass wir nicht mehr existieren. Das ist die Grundregel, die Rüdiger missachtet hat. Donnerwetter, Vater. Das wusste ich gar nicht. Das kommt daher, weil du nie zuhörst, Lumpi. Aber ich habe genau dasselbe getan, Onkel Theodor. Aber Rüdiger hat dich dazu angestiftet. Er hat auch die Verantwortung dafür übernommen. Und unsere Gesetze sind doch etwas nachsichtiger gegenüber Vampiren, die noch Milch trinken. Rüdiger, gib mir deinen Umhang. Mein Umhang? Sein Umhang? Gruftverbot wäre keine ausreichende Strafe, wenn wir ihm erlauben würden, weiter herumzufliegen, wie wir es tun. Aber er wird sterben. Vampire sterben nicht. Sie können zwar getötet werden, aber sie können nicht sterben. Aber wie kriegt er denn was zu essen? Mit großen Schwierigkeiten. Und ohne Essen wird er so schwach sein, dass er nichts anderes tun kann als schlafen. Ja, er wird so gut wie tot sein. Und was wird mit meinem Sarg? Der wird an einen Ort deiner Wahl transportiert. Die Regeln des Gruftverbots sehen weiter vor, dass du eine ganze Nacht außerhalb deines Sarges verbringen musst. Zusammengerollt in einem Loch, so wie es sich für einen Ausgestoßenen, wie du es bist, gehört. Du darfst nicht einmal einen einzigen Tag mehr unter uns verweilen. Oh,
Nein. Ich habe ja auch nur gesagt, vielleicht. Anton? Hast du etwa schon die ganze Zeit gewusst, dass sie erst um 8 kommen? Ich wusste nur, dass sie etwas später kommen würden, aber... Bitte ruf sie an, ruf an. Sie haben kein Telefon. Kein Telefon? Ach was, jeder hat ein Telefon. Sie nicht. Anton, die verkohlen dich nur. Vielleicht haben die Eltern ihnen nur verboten, jemandem die Telefonnummer zu geben oder sowas. Ich hab sie besucht. Da war kein Telefon. Sag mal, wie sind sie eigentlich eingerichtet? Du hast nie darüber gesprochen. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ist ihr Haus sehr groß? Nicht besonders. Haben sie... blood, free since the flood, they can see in the dark. Vampires, you know they can fly, and fly oh so high, they can see in the dark. Vampires, if you see once a night, don't put up a fight, make a friend if you can, a friend. Du machst mich zu einer neugierigen Mutter, die den Freunden ihrer Kinder ständig irgendwelche persönlichen Fragen stellt. Du hast mir mal gesagt, wie du das hast. Tja, dann wird dein Vater eben mit uns Tee trinken und das Abendessen fällt aus. Machst du mir mal eine Schleife? Na, wie sehe ich aus? Zum Anbeißen. Ja, wirklich? Sehe ich wirklich wie ein Mensch aus? Mhm. Und you can fly, oh so high. Vampires, ich glaube, wir sollten noch etwas warten, Mom. Noch länger warten? Es ist jetzt gleich 5. Sie wollten spätestens zwischen 4 und 4:30 hier sein. Ich glaube nicht mehr, dass Sie kommen. Nach dem Mittagessen schlafen Sie immer sehr lange. Das sagtest du schon. Und dann noch 2 Stunden Privatunterricht. Und Anna braucht immer wahnsinnig viel Zeit, um sich anzuziehen. Vielleicht kommen Sie nicht vor 8. 8? Also, Anton, so unhöflich werden Sie ja wohl nicht sein. Um 4 Uhr eingeladen zu sein und erst um 8 zu erscheinen. Personal? Du sagtest, sie hätten Privatunterricht, da müssten sie eigentlich ziemlich reich sein. Personal habe ich da nicht gesehen. Nun, wie groß ist das Haus? Wie viele Zimmer meinst du, hat das Haus? Ich war nur in einem Zimmer. Anton, auch wenn du nur in einem Zimmer warst, musst du doch zumindest einen Eindruck von der Größe des Hauses bekommen haben. Ach, übrigens, ist es ein Haus oder eine Wohnung? Ach, es hat eigentlich mehr was von einem Haus als von einer Wohnung. Na gut, Anton. Ich sehe schon, du willst mir nichts erzählen, glaube ich. Da werde ich eben die beiden fragen müssen. Warten wir, bis sie kommen. Wenn sie überhaupt kommen. Weißt du, Anton, du bist selbst schuld.